Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat der EU-Flüchtlingsaufnahmequote den Kampf angesagt. Im staatlichen Rundfunk sagte der rechtsnationale Politiker, er nehme das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis. Das bedeute aber nicht, dass Ungarn einfach hinnehmen müsse, mit wem es zusammenleben solle, denn darüber werde Ungarn selbst bestimmen. Der EuGH hatte am Mittwoch eine Klage Ungarns und der Slowakei gegen die Aufnahme von Flüchtlingen abgewiesen. Demnach ist jedes EU-Land zur Aufnahme einer festgelegten Anzahl an Geflüchteten verpflichtet. Unter anderem Ungarn weigerte sich jedoch, den Beschluss umzusetzen.